Ah, jetzt habe ich ihn richtig freigeschaltet. Wie komisch ist das denn? Ja, wenn du nicht freigeschaltet geht's natürlich nicht. Ja, ich dachte, er hätte ihn freigeschaltet. Weil da war ja keine Prozentanzeige drüber. Normalerweise zeigt dir das prozentual an, wie viel lange du noch brauchst, bis du freischalten kannst. Jetzt klappt's. Komisch, 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 komisch. Elixier B. Granate! Ja, ja, ich bin ja schon fertig, ne? Ja, ich musste ja meinen Skill testen. Der nicht funktioniert. Jetzt funktioniert er ja. Natürlich. One Hit, ich bin epic. Oh mein Gott, I've got an epic. Sagt der kleine Noob mit Level 12. Ja klar. Wieso kann ich eigentlich kein Flammenwürfel im Wasser einsetzen? Ich verstehe es nicht. Jetzt komm ich hier, jetzt hier Krabbe. Aber ein Gewehrturm, der geht, ja? Ja, ich weiß. Aber ich will meinen Flammenturm hinstellen. Wer will das nicht? Ich will das machen, das Wasser zum Kochen bringen. Mit deinen heißen Gefühlen, oder was? Ja, ich will es emotional überwässern. Ach so. So, noch einer. Einer der hässlichen Krebse noch. Müsste ich hoffentlich, dann habe ich die Quest hoffentlich endlich fertig. Also ich bin ja schon fertig. Ja, also ich auch. Ich weiß nicht. Ich brauche halt ein bisschen länger heute. Ja. Komm, das kennen wir ja von dir. Ein bisschen Respekt im Alter. Ja, was sonst? Die lockt mir natürlich meinen ganzen Krebs weg, ist klar. Lockt sie ruhig nicht weg. So, fertig. Willst du ja fertig werden. Ja, ja, das bin ich jetzt auch endlich. So, auf an Landen, auf die zur töten Stadt. Mich. Auf in die Stadt, ja, würde ich auch sagen. Dann diese hässlichen Malereien und so einen Scheiß machen, Ratten töten und so. Mhm. Nervige Quest. Ein bisschen nervig, aber was soll's. Willkommen in Beetletoon. Ich sehe gar keine Käfer. Ratte. Warte, ich habe keine Granate. Wieso ist das so komisch sortiert? Da müsste das Flammenwerfer-Kit sein. Damit du verwirrt bist. Ja, irgendwer hatte nach dem Unterwasser meine Kits getauscht. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, Bock. Bock. Ah, Bock. Vladimir, das ist ein Bock. Buggymir, genau. Buggymir, der russische Flaschengeist. Flaschengeist? Kennst du nicht Kasimir? Das Gespenst aus. Warte mal. Benjamin Blümchen. Offensichtlich nicht. Ich kenn das. Siehste. Die habe ich sogar noch auf Oldschool-Videokassette daheim rumliegen irgendwo. Ja, ich auch. Wir haben die auch auf Oldschool Soundkassette. Ich weiß nicht mehr, was das heißt. Das hieß ja Normalkassette. Ja, so, oder? Hörspiele, ne? Ja, klar. Ja, habe ich auch noch auf dem Keller. Die sind cool. Die waren früher richtig. Millionen, so richtig retro. Und hast du noch ein Abspielgerät dafür? Ja. Ja, ich auch. Irgendwo im Proberaum habe ich sie, glaube ich, sogar stehen. Ich hab noch so ein altes Radio mit CD und ja, Kassette. Ja, ja, ich auch. Das ist so geil. Was ist damals Ghetto Blaster so mäßig? Ja, genau, hab ich auch. Richtig retro. Ich hab sogar noch einen Walkman im Keller. Oh, einen Walkman hab ich auch irgendwo rumliegen. Auf Dachboden, glaube ich. So geil eigentlich. Ja, aber Walkman für Kassette, nicht für CD. Das ist ein richtiges Natürlich Retro. Natürlich mit Kassette. Ja, richtig retro, CD, ne? Wär's ja kein Walkman mehr. Ja, stimmt. Was wär's denn dann? Das ist dann eine CD-Man, oder? Voll on demand. Ja, on demand, genau. So voll modern, so, ja. Modern Arts. Einfach alles analog noch. Ja. Wenn ihr noch CDs kennt, einfach mal Daumen hoch. Wir wollen es mal wissen. CDs? Ich meine Kassetten. Ja. Also ihr könnt immer mit Daumen hoch gehen, haben wir kein Problem mit. Also auch wir kommen mit beiden klar. Also wenn ihr eins davon noch kennt, dann... Ich meine, der Welt von Blu-Ray und so. Und DVD.
Wer kennt da schon noch? Oder wer kennt da noch CDs? Weil im Zeitalter von DVD. Und Blu-ray. Blu-ray. Blauer Strahl, warte mal, Welle. Ray heißt Welle, oder? Also Signal, die. Oh Mann, mein Englisch ist jetzt zu wünschen übrig momentan. Hihihi, hat Englisch gesagt. Genau, warum wusstest du das? Genau aus dem Grund habe ich gekichert. Ja, klar. Was sollte man sonst kichern? Was kann ich für euch tun? Event irgendwo? Ach, das ist schon 19 Uhr, von 19.55 Uhr ist das noch. Aha. Nö, kein Event. Was, das hat er noch vor 1955 gesagt? Ja, 1955. Guck mal, die Gilde namens Ding. Gibt hier Sammel, verschenkt die Sammelboni. Das passiert! Ich bin bereit. Und nur wir sind online, oh, ist das mächtig. Ja, ich sag ja, Weihnachten machen wir einen Rearrange. Da fangen wir komplett von vorne an. Hab auch ja, ohne Scheiß, ich hab geschrieben, wer noch in der Gilde bleiben will, soll mir eine Mail schreiben, ansonsten schmeiß ich alle raus um Weihnachten herum. Dann fangen wir einfach komplett von vorne an, weil es ist ja so ein Schwachsinn, weil... Ah, ja, so. Komplett neu anfangen ist Quatsch, die Boni reagieren tun wir nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, die Gilde an sich lassen wir da, aber halt die Member können rausschmeißen. Bleiben halt nur wir dran drin. Ja, ist ja egal. Macht uns ja nicht viel aus. Also wenn ihr eine coole Gilde sucht, die dann mal auch ein Loch in Real Life hat, also... Abaddon's Mouth. Abaddon's Mouth, das heißt schon, wenn wir für Server verraten, geht doch nicht so. Jetzt stalken es doch alle mit Sicherheit. Ach, ihr könnt uns auch gerne Post schicken mit, Zeugs drin. Die können uns nicht stalken. Nee, ihr könnt uns nicht stalken, richtig. So, ich habe jetzt den Piercing Beetletoon fertig. Wie schaut's bei euch aus? Nö. Ich bin fertig. Nee, bist du nicht. Nö, noch nicht. Lol. Was war das jetzt dann gerade? Ach, tägliche Tötung. Ah. Das sah so aus, als hätte ich's gehabt. Ach so, ja, gerade war noch Eventabschluss mit. Wegen dem Fertigkeitspunkt. Ich brauche noch eine Ratte oder sowas. Rett. Na dann. Nächstes Mal. Irgendwas. Die Ratten laufen hier überall rum. Laufen hier doch überall rum. Ah, dann Wespennest. Okay. So geht's auch. Was denn? Ups. Ihr seid wirklich toll! Ja, ich weiß, dass ich toll bin. Brauchen die mir nicht noch extra sagen? Oh, den Skillpunkt haben wir noch gar nicht gemacht. Doch, ich hab gerade gemacht. Ich nicht. Haha. Ja, was soll fertig. Das? Fertig. So Skillpunkt, ja. Blitz. Wo rennst du schon wieder hin, Burn, hier, Tools? Der ist hier oben. Hier bin ich, ja. Ich wollte mir auch diesen coolen Buff holen von der Gilde Dings. Geiler Name für Gilde Dings. Oh! Renne! Wusch. Was, der ist nicht die Schurke da? Uncool, die Schurke. Ich muss machen, was, die müssen nicht so rumspringen. Das ist unsere Show hier. So ein Ede, der protzt mit seinem komischen Elementarmann hier rum. Oh man, dieser High-Level protzt mit ihren Klassen rum. Toll. Könnte ich auch machen. Ja eben, als würdest du es nicht tun wollen. Nein, ich will nicht mit meinem coolen Eisbogen durch die Gegend rennen. Und alles mal eben one-hitten, weil ich overpowered bin. Kannst du dir ja nicht one-hitten. Nee, ist klar. Two-Hitten, Inventory, nix interessantes drin. Ja, Two-Hitten, ich one-hitte die doch, ich bin Ele. Ele one-hitten alles. Ah, laber nett. Dafür sind Eles doch da, zum One-Hitten. Wenn ich alles one-hitten könnte, würde ich einfach nach Ohr gehen, heißt es nicht so? Weiß ich oh ja. Weiß, dann würde ich nach Ohr gehen und Seitan one-hitten. Das ist ja easy, das ist zu einfach. Ja, normal. Das mache ich zum Frühstück. Normal, ne? Mach ich eigentlich immer so, wenn ich online komme, dann gehe ich erstmal Ara und dann. One-Hidden. Ja, Standard. Wieder eine Errungenschaft mehr. Lass mich so ein bisschen Salat an Salat abernten. Fresse hier. Polieren. Ja, klar, den Seiten die Zähne putzen. Aber so richtig schön mit der Faust. Ja, sichi. Oh, wie krieg ich die Markierung da wieder weg? Schön die Fresse reinhauen. Welche Markierung? Ach, ich hab da aus Versehen einen so einen Typ nah als Ziel, Einen Gegner anwiesen und den Gegner töten. Oh, das war. Ist doch kacke, ist das doch. Ja, ein bisschen. Mann.
Haben die sich hier nichts Besseres einfallen lassen können? I don't know. Komm, Ratte. Vielleicht kann ich ja was markieren, wer weiß. Ah, dann hab ich schon. So. Tod. Neues Event in der Nähe. Müssen wir wo suchen, denke ich mal. Also, suchen ist klar. Ist auf der Karte vermerkt. Ach, da hinten. Das sind ja mit diesen scheiß Zentauren, die uns hier wieder unser Land streitig machen wollen. Ich glaube eher, dass wir den Wein ihr... sammeln, oder? Ach ne, das ist Waffenlaut zu schnell. Ja, das ist ein bisschen schnell. Wir bleiben mal hier und können ja gleich erstmal die Quest hier machen. Na, lauft mal weiter da. Ja. Ich komm nach. Na dann machen wir erstmal hier ein bisschen. Was machen wir überhaupt? Erstmal gucken wir hier mal diese... Wie heißt das? Point of Interest. Den Poi. Schau, du weißt auch schon nicht mehr, was Zeug heißt. Alter, ich zock das Spiel so selten mittlerweile. Das ist so arm. Das ist so arm. Aber was sollen wir auch machen? Ich meine, ich habe keine Zeit mehr zu zocken momentan. Ja, die Leute, und außerdem gibt's keinen neuen Inhalt. Das ist ja, und die Leute, die mal online waren, sind halt irgendwie nicht mehr online, mit dem man sowas alles gemacht hat. Machen wir erst das Event, dann machen wir erst die Quest. Ich werde mit dir, das Event ist gleich vorbei. Ich schau mal hin. Ich komm mit. Wumm, Flammen. Was für Waffenständer zerstört. Ah, nö, cool. Ach, die Zentauren hatten das? Wie schwach eigentlich. Bei mir war das immer von uns eingenommen. Ja, früher, als wir noch draußen rumgerannt sind. Aber mittlerweile müssen wir es zurückerobern. Schon schwach, die junge Generation. Ja, etwas. In der Beta habe ich das Ding alleine eingenommen. Ja, geht auch, sicher. Natürlich geht das. Ich dachte mir auch nicht, dass es nicht geht. Ich sag nur so. Der ist nicht toll, dieser hässliche Zentaur schon wieder, ist ja schrecklich. Lavier! Immer drauf, immer drauf. Pferdefleisch. Pferdesalam. Horsepower. Horsepower. Horsepower, genau. Ach, wie geil. HP. Horsepower. HP, Horsepower. Horsepower. Ja, das ist so cool. Ach Gott. So, sollen wir jetzt gehen wir zum Herzen erstmal, oder? Wieder zurück, ne? Die alten Sachen sind immer die besten. Yo. Ja, definitely. Definitely true. Yes, of course. We need the force to defeat them. So force unleashed. Hier, ein Langhorn. Das hat mich blöd angeguckt. Das wird jetzt gegrillt wird das jetzt. Schafsfleisch. Ach, das ist ein Schaf, tatsächlich. Das ist ein Schaf? Interessant. Ein Schaf mit Hörnern! Das hieß doch Langhornschaf! Ja, ich dachte, das wäre so ein komisches. Der hätte das nie als Schaf enttarnt, auch wenn ich es gelesen hätte. Das sieht für mich nicht wie ein Schaf aus. Schaf sind so klein, flauschig. Nein, es war ein wunderschönes Schaf, jetzt diskriminier es nicht. Dem ihr Freunde befreit, Zentauren tötet und die Zentaurenlager schikaniert. Ich glaube, wir müssen hier gar nichts machen. Wir können hier gar nichts machen, weil wir Zentauren abschlachten müssen. Das wird jetzt schwierig. Ein bisschen. So ohne Zentauren. Dann gehen wir erstmal zum. Hier, da links. Zu dieser unentdeckten Sehnflüssigkeit und zum Wegmarke und überhaupt. Da! Da! Vitamini! Oho, Horsepower. Die Vitamini! Die Vitamini! Sterb! Jetzt gebe ich dir mal Vitamin C! Ja. Jetzt bin ich Level 13, Alter. Hier geht das Level viel schneller als in... Ja, Alter, endlich mal Level 7 werden! Echt mal 30.000 Stunden gebraucht, um in... Um mein Laserschwert zu bekommen und hier zockst du ein bisschen bis für Level... Machst direkt ein Level up. Krank. Ja, war ja auch normal, dass du so lange gelevelt hast, wenn du mit mir umgerannt bist. Ach ja. Kann sein. Aber die Questreihe hat trotzdem nicht schneller gemacht, also langsamer gemacht. Nee, das nicht. Hat er nicht zu Hilfe gehabt.
Ich muss erstmal wieder im normalen zocken, wenn ich wieder Zeit dazu finde. Wenn ich mal wieder Zeit finde zum Zocken. Guter Witz. Monster LOL. Power Roffel.